Spawn Point. Können Sie uns erzählen, was genau Case Modding eigentlich ist und wo sein Ursprung herkommt? Also Case Modding heißt zunächst einmal oder bedeutet eigentlich, dass man sein Gehäuse nimmt, das irgendwie verändert, sei es jetzt durch Kühlungsmaßnahmen, dass man mehr Lüfter einbaut, eine Wasserkühlung einbaut oder vielleicht auch einfach nur das Ganze etwas optisch aufpeppt, indem man das Gehäuse lackiert oder sonst irgendwelche optischen Veränderungen vornimmt. Und seinen Ursprung hat es eben eigentlich auch da in dieser Vergangenheit eigentlich liegend, dass man eben versucht hat, die PCs natürlich erstmal effektiver zu machen und dadurch halt mehr Wärme im Gehäuse war und diese Wärme halt auch wieder erstmal aus dem Gehäuse geschafft werden musste. Und dann halt mit den Lüftern und die zusätzlichen Kühlelemente und darin lagen dann eigentlich so die Geschichte des Case Modding. Danke. Eine Frage wäre noch, was für Meisterschaften gibt es denn hier in Deutschland? Also in Deutschland gibt es halt hier zum einen auf der Games Convention die GCCM eben und dann gibt es noch einmal im Jahr die DCMM. Inzwischen ist ja die Case-Modding-Szene auf einem sehr hohen Niveau angelangt. Und wie sich sicherlich nicht jeder vorstellen kann, kostet so ein Gerät sicher einen Haufen Geld und Zeit. Können Sie uns sagen, was in einem PC, was der im Durchschnitt kostet oder kann man das nicht verallgemeinern? Also man kann es wirklich nur relativ schwer verallgemeinern, weil das Problem ist, jeder legt halt so seinen Standard einfach irgendwie auf ein ganz anderes Niveau. Manche sagen, ich nehme mir einfach einen Koffer aus dem Baumarkt, baue da meinen PC ein und gut ist es. Andere sagen sich natürlich, ich brauche unbedingt jetzt ein Gehäuse aus Plexiglas beispielsweise, wo dann halt die Materialkosten einfach schon mal um einiges höher liegen. Und zum anderen kommt es halt natürlich auch darauf an, wie sauber möchte ich das Ganze verarbeiten. Möchte ich das Ganze mit CNC-Maschinen verarbeiten, dann kostet natürlich auch die Arbeitsstunde an der Maschine halt entsprechend mehr. Wenn ich natürlich nur sage, ich nehme meinen Dremel oder meine kleine Stichsäge, dann wird das Ganze natürlich etwas günstiger. Es gibt ja zwei Arten, den PC zu pimpen. Einmal das Modding selber und dann noch dieses CaseCon. Wo genau liegt da der Unterschied? Also der Unterschied liegt darin, dass bei CaseMods im Prinzip ein Stangen-PC oder ein Stangengehäuse hergenommen wird und dieses wird dann als Grundgerüst genommen und wird dann verändert. Bei den CaseCons ist im Grunde genommen eigentlich erstmal gar nichts vorhanden und man baut im Prinzip ein Gehäuse komplett von null auf oder baut den PC in ein, sagen wir mal, Gerät ein, was eigentlich nicht für einen PC gedacht ist. Also beispielsweise hatten wir auch schon Mikrowellen, in denen plötzlich ein PC drinnen war oder Autoreifen oder sonst irgendwas. Es gibt ja eine weitere Spielart des Case Modding und das nennt sich Silencing. Berücksichtigen Sie das bei Ihrem PC oder ist das komplett eine andere Rubrik? Also sagen wir es mal so, wenn derjenige beispielsweise ein Gehäuse baut, das er in ins Wohnzimmer sich stellen möchte, dann ist es natürlich schon irgendwo ausschlaggebend. Bei uns allerdings auf der Meisterschaft ist die Lautstärke erstmal kein Kriterium, weil dann dazu müssen wir uns erstmal in den schalldichten Raum einschließen, was hier auf der Messe einfach unmöglich ist. Hat es eigentlich für Case Modder eine Bedeutung, wie gut die Hardware ist? Also muss es ein Quad-Core oder eine Nvidia 280 sein oder ist das irrelevant? Nee, das ist für uns absolut irrelevant. Also wir haben beispielsweise hier am Stand haben wir ein Gehäuse stehen, da ist ein 266er PC drinnen. Also mit dem Ding kann man nicht mehr wirklich viel anfangen. Aber für uns ist einfach wichtig, dass ein PC tatsächlich eingebaut ist und dass der auch funktionsfähig ist. Also das ist wirklich ein ganz entscheidendes Kriterium für uns. Dann komme ich zur letzten Frage. Es gibt ja schon vom Werk ab fertig gebaute, gemoddete PCs, also direkt von der Stange. Was halten Sie davon? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Community wird sowas relativ ungern gesehen, weil halt einfach versucht wird, das Ganze irgendwie möglichst selbst einfach anzufertigen. Also auch beispielsweise, was jetzt das Arbeiten an eben CNC-Maschinen angeht oder sonst irgendwas. Klar, wem die Mittel zur Verfügung stehen, der wäre doof, wenn er es nicht machen würde. Aber im Allgemeinen lieber selber machen. Alles klar, gut, dann bedanke ich mich und danke fürs Interview und schönen Tag. Kein Problem.